Und jetzt beginnt der Erste mit seiner guten Tat. Und was ist diese erste gute Tat? Jetzt hört gut zu. Das ist ganz, ganz wichtig. Und zwar sagt der erste Mann, Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran. O Allah, ich hatte zwei Eltern, die schon das hohe Alter erreicht haben. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wa la mala. Und ich habe vor ihnen nie jemandem die Milch gegeben, welche ich gemolken habe von meinen Tieren am Abend, nachdem sie von der Weide gekommen sind. Das nennt man Rabuq. Rabuq ist die Milch, da seht ihr, wie genau die arabische Sprache ist. Rabuq ist die Milch, die am Abend gemolken wird und nicht am Morgen, subhanallah. Rabuq heißt das. Und immer, wenn ich abends nach Hause kam, habe ich die Tiere gemolken, nachdem ich auf der Weide mit ihnen war. Und ich bin erst zuerst zu meinen Eltern gegangen. Und ich habe nie jemandem anderen vor meinen Eltern von dieser Milch gegeben. Meine Eltern sind immer die Ersten gewesen, die von dieser Milch bekommen haben. Sie waren meine absolute Priorität. Ich habe niemanden anderen bevorzugt. Weder meine Freunde, noch meine Ehefrau, noch mein Ehemann, sondern sie sind die Wichtigsten. فَنَأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا فَلَمْ أَرُحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامًا. Und eines Abends habe ich mich ein wenig verspätet. Ich war etwas weiter weg gewesen, ich habe mich verspätet. Und als ich dann zu Hause ankam mit der Milch, ganz frisch und warm, da haben sie schon geschlafen. Und jetzt hört gut zu. Das ist unglaublich. Das ist eine Tat, durch die Allah ihr Leben rettet. Denkt daran. Es ist eine Tat, durch die Allah Ta'ala ihr Leben retten wird. Hört bitte alle gut zu. Gerade die Jüngeren unter uns. Und zwar, فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ. Ich kam an und sie haben geschlafen. وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا. Und ich wollte auf keinen Fall irgendjemandem vor ihnen von dieser Milch geben. Meine Eltern sind mir die wichtigsten gewesen. فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْ تَظِرُوا إِسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرِ. Allahu Akbar. Und ich habe die ganze Zeit dort gestanden und jetzt hört zu. Die Schüssel mit der Milch ist in meiner Hand. Ich habe sie nicht mehr abgelegt. Aus Respekt gegenüber meinen Eltern. Sie könnten jeden Moment aufwachen und ich wollte vor ihnen stehen, sodass sie direkt trinken können. Und ich wartete, bis sie aufstehen, bis die Morgendämmerung begonnen hat. Bis zum Fajr. Die ganze Nacht blieb er vor ihrem Bett stehen. Stehen mit der Schüssel in der Hand. Er wollte niemandem zuvor etwas davon geben. فَاسْتَيْقَظَ فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا. Sie sind daraufhin aufgestanden und haben dann ihre Nachtmilch getrunken am Morgen. In einer anderen Version heißt es, meine Kinder haben sogar geschrien und sie wollten unbedingt was essen. Aber ich wollte auf keinen Fall ihnen vorher etwas geben. Was für ein Respekt gegenüber den Eltern. Was ist das? Es genügen einige Sachen, es ist doch voll übertrieben. Was ist das? Mein Gott, man kann es ja auch übertreiben. Er hätte doch einfach sich ein bisschen ausruhen können und dann erstmal seinen Kindern etwas geben können. Das ist doch unlogisch. So völlig umständlich. Allah Ta'ala, er hat das als gute Tat gewertet. Weil Allah Ta'ala den Ihsan gegenüber den Eltern liebt. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und gegenüber den Eltern Ihsan, Güte. Ich versuche Perfektion zu erlangen. Direkt nach der Anbetung Allahs kommt die Güte gegenüber den Eltern. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Heutzutage können wir froh sein, wenn die Kinder ihre Eltern nicht anschreien. Heutzutage können wir schon froh sein, wenn die Kinder ab und zu mal im Haushalt helfen, nachdem die Eltern, weiß ich, wie oft gerufen haben und geschrien haben und einen Streit gab. Und dann, okay, ich mache es jetzt. Heutzutage können wir schon froh sein,
wenn die Kinder nicht ihre Hand gegenüber ihren Eltern heben. Heutzutage können wir schon froh sein, wenn die Kinder nicht bei jedem kleinen Streit drohen, dass sie von zu Hause abhauen werden. Du bist nicht mein Vater, du bist nicht meine Mutter. Wie habt ihr mich erzogen? Wer seid ihr denn? Das ist die bittere Realität. Aber das ist das, was Allah Ta'ala möchte. Was sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala im Koran? وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und dein Herr, er entschied und bestimmte, dass niemand angebetet werden darf außer ihm und dass man Güte gegenüber den Eltern zeigen muss. Immer yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Sollte einer von beiden oder beide das hohe Alter erreichen. Sie werden irrational. Sie machen Dinge, die aus meiner Sicht altmodisch sind. Sie sind nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Sie verlangen von mir Dinge, die ich eigentlich gar nicht machen möchte. Immer yablughanna 'indaka al-kibara. Ahaduhuma, einer von beiden. Au kilahuma, oder beide. Was sagt Allah Ta'ala? Fala taqul lahuma was? Du bist ein Dummkopf? So sag zu ihnen nicht, du bist ein Dummkopf. Dann sag nicht zu ihnen, du bist ein Idiot. Wer bist du, dass du mir etwas sagen kannst? Nein. Fala taqul lahuma was? Uff. Nicht einmal uff. Ich habe keinen Bock darauf, will ich nicht machen. Nicht einmal das. Stellt euch mal das vor. Wenn ich jetzt zu meinen Eltern Dummkopf sage, Idiot, ach komm, wer bist du denn? Ja, dass du mir etwas sagst, guck doch erstmal dich selbst an. Ja, hab doch erstmal Selbstrespekt mir gegenüber, bevor ich dir gegenüber Respekt habe. Kennen wahrscheinlich viele von euch. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا Uff, nicht einmal uff. وَلَا تَنْهَرْهُمَا Und tadere sie nicht. Sie sind schon etwas älter. Und jetzt ganz wichtig, erinnere dich immer wieder daran. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا Und sag, oh mein Herr, erbarme dich ihrer. Warum? كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا Genauso wie sie mich erzogen haben, als ich noch klein war. Als ich mir in die Hose gemacht habe und sie mich immer sauber machen mussten. Als ich die ganze Nacht geschrien habe und meine Mutter wach geblieben ist. Als mein Vater den ganzen Tag gearbeitet hat, damit ich eine gute Schulausbildung bekomme. Sie hätten dich doch einfach in eine Klappe stecken können, oder für Kinder. Sie hätten dich einfach in einen Müllcontainer schmeißen können. Es gibt vielleicht Eltern, die so etwas machen, das wissen wir. Ja? Aber sie haben sich um dich gekümmert, sie haben dich geliebt. Sie haben versucht, ihr Bestes zu geben. Sie sind nicht perfekt gewesen, aber sie haben ihr Bestes gegeben. Und du bist jetzt, mashallah, ein kräftiger Mann und eine hübsche Frau. Du stehst auf beiden Beinen. Und jetzt tust du so, als wärst du besser als sie. La ilaha illallah. Was für eine Undankbarkeit. Was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Man lam yashkuri an-nas lam yashkuri Allah. Wer nicht den Menschen dankt, dankt auch nicht Allah. Wenn du deinen Eltern nicht dankst für das, was sie getan haben, trotz ihrer Fehler, das sind ja auch nur Menschen, aber trotz ihrer Fehler, dann, wie gesagt, hast du auch nicht Dankbarkeit gegenüber deinem Schöpfer gezeigt. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns berichtet, dass eine Zeit kommen wird, wo eine Magd ihre Herrin gebären wird. In dem Hadith von Jibril alaihi salam. Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gefragt wurde von Jibril, wann ist die Stunde? Und er antwortete, der Gefragte weiß es nicht besser als der Fragende. Was sind also ihre Zeichen? Und er antwortete, dass eine Sklavin ihre Herrin gebären wird. Und dass du die Barfüßigen, Bedürftigen und Armseligen Bauern, oder besser gesagt Schafshirten, sehen wirst, wie sie plötzlich wetteifern im Errichten von hohen Gebäuden. Das, was wir heutzutage sehen. Ja? Eindeutig, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam.
Sadaqa Rasulullah. Hohen Gebäude, ja, Golfstaaten, alles das. Subhanallah. Von einem Moment auf den anderen plötzlich Riesengebäude. Die größten Gebäude der Welt werden dort errichtet. Und immer wieder, ein Emirat möchte ein höheres Gebäude bauen als das andere Emirat. Allahu Akbar. Was ist das andere? Dass eine Sklavin ihre Herrin gebären wird. Was haben die Gelehrten darüber gesagt? Was ist damit gemeint? Eine Sklavin wird ihre Herrin gebären. Was bedeutet das, dass eine Sklavin ihre Herrin gebären wird? Ja, das ist eine Interpretation. Es geht um die sogenannten Ummahat al-Awlad. Das heißt, das gibt es in unserer heutigen Zeit nicht mehr. Dass es aber viele geben wird, die sich Sklavinnen zu Ehefrauen nehmen werden und dann Kinder gebären. Und die Frauen sind Sklavinnen und die Kinder sind automatisch frei. Ja? Und dass sich das verbreiten wird, die sogenannten Ummahat al-Awlad. Ja? Das sind sozusagen die Kinder, die, wie gesagt, von Sklavinnen geboren wurden und frei sind, weil ihre Väter frei sind. Aber es gibt noch eine andere Interpretation. Sie werden sie behandeln wie ein Sklaven. Barakallahu fik. Sie werden ihn behandeln, ihre eigenen Eltern, als wären sie Bedienstete, als würden sie Angestellte sein. Ich komme nach Hause, Mama, wo ist das Essen? Mama, warum ist meine Wäsche nicht gewaschen worden? Mama, warum ist das nicht... Allahu Akbar, bist du hier der Chef zu Hause oder was? Hotel Mama. Wenn du in einem Hotel wärst, was dir alles das macht, dann müsstest du pro Nacht 200 Euro zahlen. Das ist alles kostenlos. Hotel Mama. Ich schlafe so lange, ich möchte im Hotel, musst du um 12 Uhr spätestens raus. Ja? Und dann musst du nochmal einen Tag zahlen. Hotel Mama, ich kann bis 13, 14 Uhr schlafen, dann kommt mein Frühstück, ja, irgendwann mal mein Abendbrot, irgendwann, wenn ich um 2 Uhr nachts nach Hause komme, wo ist mein Essen? Jetzt gibt es Leute, die so sind und sagen nicht einmal Danke. Nicht einmal Danke. Schämst du dich nicht? Wallahi, du müsstest jeden Tag, wenn du aufstehst, die Hand deiner Mutter küssen. Jeden Tag. Den Fuß, du müsstest auf den Boden fallen und die Füße deiner Mutter küssen. Unübertrieben. Ich übertreibe gerade nicht. Das wäre eigentlich das Mindeste, was wir tun müssten. Und schaut mal diesen Mann. Der steht die ganze Nacht vor dem Bett seiner Eltern und will auf keinen Fall zur Seite gehen, weil er glaubt, dass sie jeden Moment aufwachen könnte und bleibt bis zum Fajr. Wie viele Stunden sind das? 4, 5 Stunden steht er vor seinem Bett. Dem Bett seiner Eltern. Und was passiert jetzt? Hör zu. Er sagt jetzt, Allahumma in kuntu fa'altu thalika ibtira'a wajhik fa'farrij anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. O Allah, wenn ich das wirklich getan haben sollte, um dein Antlitz zu erlangen, ganz wichtig, du hast Schwierigkeiten, deine Eltern zu respektieren, dann sieh das als eine Form von Ibadah an. So als würdest du vor Allah stehen. Du hast Schwierigkeiten, Respekt gegenüber deinen Eltern zu zeigen. Sieh es als eine Form von Ibadah an. Als würdest du beten, als würdest du fasten. Du sagst auch nicht immer noch mal, ich faste nicht, oder? Du fastest. Du zwingst dich dazu, obwohl du Hunger hast. Zwing dich dazu, deine Eltern zu respektieren, obwohl du keine Lust hast. Obwohl du das Gefühl hast, es ist völlig irrational, was sie tun. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, kennt die Geschichte, habe ich schon oft erzählt, aber ich erzähle sie nochmal. Seine Mutter hat ihn immer wieder gerufen. Komm mal her, Abu Hanifa. Ja. Er hieß ja, komm mal her, Abu Hanifa. Ja, was ist Mama? Ich habe eine Frage. Und sie stellt ihm die Frage. Und dann antwortet er und sagt dann zu ihm, was ist das für ein Blödsinn, was du erzählst? Völliger Quatsch. Quatsch, nein. Geh mal den so und so fragen, der wird mir eine bessere Antwort geben. Imam Abu Hanifa war der Gelehrte seiner Zeit gewesen. Und das Lustige war, derjenige, zu dem er gehen sollte, ist sein Schüler gewesen. Seine Mutter hat ihn zu seinem Schüler geschickt. Und er hat nicht zu seiner Mutter gesagt, oh Mama, oh Omi, das ist mein Schüler, der wird so und so keine andere Antwort geben, sondern er ist einfach gegangen. Irrational, völlig irrational. Aber er ging zu seinem Schüler. Und er sagte seinem Schüler, meine Mutter hat mir eine Frage gestellt und ich soll sie an dich weiterleiten. Und der Schüler sagt, oh Imam, du bist doch mein Lehrer, wie soll ich auf diese Frage antworten?
Woraufhin dann Imam Abu Hanife sagte, ich gebe dir die Antwort und du gibst sie mir zurück und ich gehe mit dieser Antwort zu meiner Mutter. Und sie machten das. Und dann ging er zu seiner Mutter mit seiner eigenen Antwort, die sein Schüler ihm dann aber wieder zurückgegeben hat, und sagte dann zu seiner Mutter, er sagte das und jenes. Und dann sagte sie, das ist die richtige Antwort. Obwohl es seine Antwort war. Subhanallah. Manchmal können die Eltern nicht wahrhaben, dass ihre eigenen Kinder klüger sind als sie. Sie sagen, ich habe den Abu Hanife in meinen Arm getragen, ich habe ihn gestillt und der soll jetzt mehr wissen als ich. Ja? Das können manche Eltern nicht akzeptieren. Aber es gibt manche Kinder, die glauben, sie müssten ihren Eltern alles aufzwingen. Sie müssten ihren immer sind sie klüger als ihre Eltern. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Senke den Flügel der Demut aus Barmherzigkeit. Sei demütig gegenüber deinen Eltern. Tu nicht so, als wärst du immer besser und klüger. Du bist nicht immer besser und klüger. Akzeptiere manchmal auch ihre Nasiha. Und wenn du merkst, dass ihre Nasiha nicht richtig ist, weil sie nicht im Sinne Allahs ist, dann gib ihnen eine gute Antwort zurück. Und sei nicht frech und tu nicht so, als würdest du alles besser wissen. Genauso wie Ibrahim alayhi salam. Er machte mit seinem Vater Da'wah. Ja Abati, ja Abati, ja Abati, oh mein kleiner, oh mein Vater, oh mein lieber Vater, oh mein lieber Vater. Und dann, was ist die Antwort des Vaters? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Oh Ibrahim. Guck mal, er sagt nicht ja Bunayya, ja Ibrahim. Er sagt ja Abati, mein lieber Vater, und er sagt immer nur Ibrahim. Willst du dich etwa von meinen Göttern abwenden, O Ibrahim? La illam tantahi. Hörst du nicht damit auf? La arjumannak, dann werde ich dich steinigen. Wahjurni maliya. Also hau ab. Kein Bock auf dich. Verschwinde. Was ist die Antwort von Ibrahim? Schaut mal, wie er mit ihm gesprochen hat. Immer mein geliebter Vater. Und er antwortet, ich werde dich steinigen. Und was ist seine Antwort? Rastet er aus und antwortet genauso? Respektlos? Nein. Er sagt, qala salamun alaik. Er sagte, Friede sei auf dir. Sa'aftaghfiru laka rabbi. Ich werde meine Herren für dich um Vergebung bitten. Ja, salam. Das sind die Propheten gewesen. So muss der Umgang mit den Eltern aussehen. Also ihr seht, wie wichtig das ist. Und als er dann, wie gesagt, dieses Dua gemacht hat, was war? Allah subhanahu wa ta'ala, er hat es erhört. فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِعُونَ خُرُجْ. Ein bisschen hat es sich geöffnet, ist ein bisschen zur Seite gerollt. Ja, es war wahrscheinlich ein Erdrutsch gewesen, hat sich ein bisschen bewegt, aber sie konnten immer noch nicht raus.